Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Marie und meiner Mutter. Die steht heute hinter der Kamera. Hallo. Ja, ich muss euch das erzählen. Es ist so. Als erstes, ich war gerade bis um keine Ahnung wann im Stall und bin dann nach Hause gekommen. Habe ich nichts ahnend umgezogen und dann ist was passiert. Wie soll man sagen? Ich habe einen Brief bekommen. Und zwar vom Leonberger Pferdemarkt. Am Sonntag, den 11. Februar 2018, ja, um 11 Uhr oder so, ist Prämierung von den Pferden. Das bedeutet, die werden vorgeführt von mir und meiner Freundin, zwei von unseren Pferden, der liebe Heli und der liebe Janosch. Und ja, da kann man halt einen Preis gewinnen. Genau, und jetzt haben wir heute den, sind wir heute Mittag, hat Mama wahrscheinlich den Brief erhalten, oder Mama? Gestern war das schon. Ach, gestern. Aber ich habe ihn erst heute aus dem Briefkasten rausgemacht. So. Ja, genau. Jetzt mache ich ja einfach mal mit euch auf. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ja, wäre schön, wenn es rauskommen würde. Ich habe Angst, dass es kaputt geht. So, verklickt. Also, das Grüne hier. Das hier ist die Parkberechtigung, damit wir da auch parken können. Und ja, genau. Das hier sind die Starternummern, kann man das so sagen, Mama? Ja. Einmal für Heli und einmal für Janosch. Die 171 und die 172. Ja, genau. Die kommen dann, glaube ich, in die Trense. Ja, die muss man da, glaube ich, an der linken Seite festmachen. Ja, da ist ja mehr Ahnung als ich. Soll ich das vorlesen? Mhm, brauchst nicht. Ah, okay. Hier hinten steht auch drauf, steht da im Brief, wer die, wer welche Nummer kriegt. Danke. Genau. Hier steht für angemeldete Familien oder Muttersammlungen. Ja, wird keine Kopfnummer vergeben. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also es tut mir leid. Das ist, wenn zum Beispiel eine Stute mit ihrem Fohlen... Ich dachte jetzt schon für uns. Wäre auch komisch. Die Prämierung findet im Reitstadion an der Fichtestraße statt und beginnt circa 11.15 Uhr. Circa 11.15 Uhr. Für den Modus der Vorführung beachten Sie bitte das beigefügte Merkblatt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte bla 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 bla. Da steht halt noch Parkplätze, bla bla. Freundliche Grüße, Sina Schaber. Anlage, Merkblatt, Kopfnummern, Parkberechtigung. Genau. Genau. Hier ist das Merkblatt für die Pferdeschau in Leonberg. Und was steht da drauf? Soll ich einfach vorlesen? Nö, du kannst ja mal überfliegen, was da ja so drauf steht. So das dick gedruckte. Ah, hier steht so, also Punkt 1 ist Kopfnummern. Die Kopfnummern sind einheitlich an der linken Seite anzubringen. Zweitens, führen. Die Pferde sind bei der Prämierung an der Trense zu führen. Ein Pferd wird mit der rechten Hand geführt,
wobei man den Hals heruntergenommenen Trensenzügel durch die Zeige- und Mittelfinger in der rechten Hand teilt. Etwa eine Handbreit hinter der Trensenränge anfassen. Der rechte Zügel steht dabei etwas mehr an, damit das Pferd geradeaus steht. Die Enden des Trensenzügels liegen in der rechten Hand und werden vom Daumen festgehalten. Das Pferd im freien Blabla, freien Schritt zu führen, wobei es nicht angesehen werden darf. Mhm. Also steht da einfach drin, wie man führt, das Pferd zu führen hat. Okay. Was uns interessiert, wart ihr auch schon mal auf so einer Prämierung? Habt ihr auch schon mal mitgemacht? Schreibt uns das doch einfach unten in die Kommentare. Und erzählt uns davon. Genau, dann Punkt 3 ist vorstellen. Da steht halt, dass man sich dann vor das Pferd hinstellen muss. So, das Pferd, du stellst ihn 3 bis 4 Meter vor das Pferd hin, hebst hier die Zügel in der Hand und dann schauen die Richter so an. Mhm, aha, ja. Ja. Genau. Sekunde, ich muss kurz nachlesen. Ich kann das nicht so. So, vierter Punkt. Vormustern. Ah. Das Vormustern wird im Schritt und Trab ausgeführt. Dabei. Da steht dabei und ich lese dabei. Dabei muss der Vorführende mit dem Pferd im freien gleichmäßigen Gleichschritt auf der linken Seite mitlaufen. Der Kopf wird in angemessener Höhe durch die Hand des Vorführenden zurückgewichen. Ja, da steht halt, wie man das vorführt, das Pferd. Und ja, fünfter und letzter Punkt hiermit. Hintereinander führen von Pferden. Hier ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass sich ein Sicherheitsabstand von etwa 2 Pferde, ca. 5 Meter, eingehalten wird. Die Repräsentation der Pferde in korrekter Weise findet ihren Niederschlag in der Gesamtbewertung. Hierzu gehört auch, dass sich die Pflege und der Hufbeschlag der Pferde sowie das Lederzeug in einwandfreien Zustand befinden müssen. Vielen Dank, Ihr Pferdemarkt-Organisationsteam. Mhm. Huh. Sorry für die Sprachfehler. ja, genau. Was soll ich da jetzt noch groß zu sagen? Drückt uns die Daumen, dass wir den ersten Platz machen. Genau. Ach, und wir drehen ein Follow Me Around, wie Mama sagen würde. Ein FMA. Was ich hasse. Ja, drehen wir davon. Den ganzen Tag über. Das ist der gestörte Hund von uns im Hintergrund. So mal beigefügt. Ne? Ja, also wir drehen dann Follow Me Around. Das geht dann schon wirklich. Also ich fange an. Das habe ich gerade eben beschlossen. In dieser Sekunde habe ich das beschlossen. Dass ich morgen, wenn ich aufwache, dass ich dann sofort die Kamera mir snitche. Hallo liebe Freunde, und ein neues Video drehe. Genau, also das Follow Me Around anfangen. Ja. Genau. Und vielleicht könnt ihr euch auch die Uhrzeiten dazu schreiben. Ich weiß nicht, dass ihr so ungefähr wisst. Also die Vorführung geht, oder die Prämierung geht von 11.15 Uhr bis ca. 14 Uhr. Und wenn irgendeiner in der Nähe ist, dann kommt doch einfach vorbei und schaut uns zu. Ihr könnt auch euch uns ansprechen. Uns auch ansprechen, wenn ihr da auch Lust habt. Ja. Und dann machen wir einfach ein paar Selfies. Zum Beispiel. Ja, gibt's auch was zu sagen? Videofrage ist, vergesst nicht in die Kommentare damit. Wart ihr auch schon mal auf so einer Prämierung? Jetzt nicht direkt in Leonberg zum Beispiel, aber auch generell. Und wie ist es gelaufen? Genau. So. Jetzt kommt auch noch was Wichtiges. So. Ich möchte euch noch sagen, um nichts mehr von uns zu verpassen, auf den roten Abonnier-Button unten klicken. So. Klick. Dann wird der weiß. Und das wollen wir erreichen, weil dann folgt ihr uns. Bobby, bist du fertig? Schön, danke.
Jetzt klickt ihr noch auf die Glocke, dann hat sie so Dinge aus so. Und dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn wir ein neues Video hochladen. Und das ist richtig toll. Und ihr dürft auch noch was nicht vergessen. Daumen nach oben. Tschüss. Aber ich